So, das Ganze zumindest mal speichern. Und einfach weitermachen. Okay. Ich glaube, wir haben auch schon ewig nicht mehr gespeichert. So. So, jetzt. Habe ich wahrscheinlich nichts mehr. Jetzt hast du so gut wie nichts mehr, ne. Zumindest nichts von dem, was du gebraucht hast. So, was macht jetzt mehr Sinn? Einfach Feen holen. Bevor du jetzt, ich weiß nicht, wo die nächste Kuh ist. Du musst jetzt wahrscheinlich echt bis nach Kakariko zurück. Oder zu London fahren. Nee, zu früh. Kaputt. Du machst einfach alle drei Flaschen voll mit Feen. Mhm. Da kannst du jetzt durchrennen. Ich habe gerade gesehen, dass er links weggelaufen. Ah, er hat dich. Danke. Danke. Bitte. Du warst zu laut. Er hat dich gehört. Mhm. Ja, schießen im Rücken. Wenn er jetzt weggeht, dreh dich um. Nee, du kannst mit dem Bogen nicht seitlich laufen, glaube ich. Bäm. Du kommst jetzt eh zum Feenbrunnen. Gut, das füllt aber meinen Pfeil und sowas nicht auf, oder? Nee. Ja, aber Pfeile gab's ja noch unten. Wow. Und schnappen. Oh Gott. Drei schon eingelöst. Hoffentlich sind noch genug über. Was soll da? Also. Ich muss erst den Text durchdrücken. Besitzt jetzt eine Fee. Eine noch. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das nicht wegdrücken kann. Bitte? Hm. Wenn du auf B drückst, geht auch nicht, ne? Mal. Oder? Doch, das ging gerade sehr schnell. Okay. So. Wenn ich hier keinen Knüss mache. Und nur eine mitgenommen. Können die nicht so vorwirken? Vorwirken? Nee. Ja. Also du kannst die schon einlösen, bevor du tot bist. Nein, ich meine, dass ich habe jetzt hier 3, 4 eingesammelt, dass ich jetzt dann auch... Achso, wie viele Herzen habe ich jetzt? Nee. Das gehst am besten einfach nicht über die Leiter, sondern springst einfach. Ja, aber ich war trotzdem hier. Ja, warte der ruhig, bis er ein Meter weg ist. Und wenn du einfach links an der Leiter jetzt vorbei rennst, müsstest du bis in Sicherheit springen. Hoffentlich. Vorsicht. Da ist ja noch 6 Pfeile. Was will Navi denn? Ja, wahrscheinlich sagen, dass du den Tempel jetzt mal schaffen sollst. Draußen war nichts, ne? Ja. Irgendwie fehlt da Land. Und drinnen waren Krüge. Und du brauchst ja nur ein paar Pfeile. Anders hast du ja gar nicht gebraucht. Diese Krüge.
Noch mehr gab es ja aber nicht, ne? Doch, da. Ja, und unten sind auch noch welche gewesen, ne? Muss ich jetzt auch hier wieder das Drehspiel machen? Nee, ich hoffe mal, die Tür ist jetzt einfach noch auf. Ja. Ist das das? Hm. Ich meine, da waren links und rechts noch. Oder? Uh-uh. Ah. Da hinten rein vielleicht? Ansonsten hast du halt 7 Pfeile weniger. Ja, genau. Brauche ich ja auch nicht. Eben. Nee. Sonst fahr nochmal hoch, geh durch eine Tür, geh wieder raus. Oder vielleicht gilt das auch schon als Raum verlassen hier, mit dem Fahrstuhl. Da. Und guck mal, wenn du das länger gedrückt hältst mit dem Wirbel, ob der noch größer wird. Da. Das ist der größere. Hm. Hat mir aber jetzt wahrscheinlich alles kaputt gemacht. Nein. Doch. War nur leer. Was ist denn für eine Verarsche? Dann geh da irgendwo nach draußen. Da waren auch noch Sachen. Ja? Hatschi? Nee. Nee. Muss ich aber erstmal da oben einen Pfeil für benutzen? Ja, komm, den hast du über. So? Hm? Lässt er auch Pfeile liegen. Ne, dann lässt er für nichts liegen. Aber jetzt genau die falsche Seite, ne? Ich weiß nicht, wo sonst noch was war. Also mit anvisieren ist einfacher. Ja, aber da schieße ich doch da drüber. Nee, du hast nur viel zu spät gedrückt und jetzt hast du wieder losgelassen. Hm. Kann ich auch noch tauchen? Ja, aber da ist nichts. Ja. Die Viecher. Da. 5. Guck mal, ob da noch an eine dran kommst. Toll. Nicht getroffen. Vorsichtig. Nur ein Stück. Ein kleines Stück. So. Nee, natürlich nicht. Ja, komm, 3 Pfeile weniger brauchst du jetzt. Das passt. Ey. Ja, du musst ja nicht so oft auf den schießen. Der kommt ja dann raus. Hm. Ich weiß sowieso nicht, was man da unten machen soll, wenn man keine Pfeile mehr hat. Weil ich glaube, da sind keine Krüge, ne? Da gab es keinen Nachschub an Pfeilen. Ey, das ist doch Verarsche. Ja, die hast du schon leer gemacht. Toll. Okay.
So. Auf geht's. Runde 2. Ich glaube, es geht so einfach direkt los. Oder? Nö. Jetzt aber. Oh nee. Er war anscheinend genau in die andere Richtung. Da kommt einer. Wenn das nicht ist, guckst du einfach weg und rennst los. Oh nee, nochmal. Nein. Ich glaube, du musst ein ganz kleines bisschen warten, bis er so ein Stück rauskommt, bis er so weiß wird. Da ist er. Mickey, woanders hin. Scheiße! Ja, solltest du dich genau irgendwie so hinstellen, dass du das Ding sehen kannst. Nicht zu nah dran. Alles gut. Wir haben ja ganz viele Feen eingepackt. Ja, aber die erste ist jetzt schon weg. Ja. So ist ein guter Abstand. Manu! Oh, schön draufhauen. Ich habe kurz gedacht, er fällt hinter die Tür. Dass er sich dahinter versteckt. Oh. Das war fies. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er den noch kriegt. Ah, so ist gut. Jetzt triff! Scheiße! Ja, hab's so wild. Weiter geht's. Boink. Jetzt geht er wieder ein bisschen weiter weg. So ist besser. Das war ein bisschen früh. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein Stückchen zu Fuß. Ja, alles gut, alles gut. Noch zwei. Hm. Oh, in den Boden.
Nein! Ernsthaft? Ja, es... Da. Siehst du mal. War gar nicht so schwierig. Mhm. Du hast dich tapfer geschlagen. Scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch, du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du meinem wahren Ich gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreatur nun in den Hades verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. So, irgendwo ist ein Herzcontainer. Vergiss den nicht. Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Aber da ist so eine ganze Fee über. Ja. Locker. Dicke. Locker. Und wie viele Pfeile? Ja. 30. Mindestens. Halle der Weisen. Was will ich denn hier? Danke. Dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Nun bin ich die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu höherem berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich, wir können nicht in derselben Welt leben. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dies Amulett an dich. Du brauchst doch nur deine Belohnung. Schöne Amulett. Das Zeichen war da überall, ne? Mhm. Das Amulett des Waldes. Salia gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Was kann ich jetzt, Kulis? Nix. Toll. Ich werde immer deine Freundin sein. Du hast Kraft gesammelt. Und wenn du alle hast, dann kannst du Ganondorf kaputt hauen. Hm. Möchte ich? Weiß ich nicht. Beim Pflänzchen. Ein neuer Dekobaum. Sei gegrüßt. Ich bin der Spross des Dekobaums. Knuffig. Weil du und Salia den Fluch vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank. Hast du deine alten Freunde wieder gesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kokiri, du bist ein Helianer. Wer waren die? Die ganze Welt heißt Hylia oder so. Hyrole, so. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Du bist also ein Mensch mit komischen Ohren. Alles klar.
Vor langer Zeit fand in Hyrole ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Um diesem Krieg zu entkommen, gab eine junge hyjanische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Jetzt weißt du, wer du bist. Du bist Hyljana. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal. Nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrole vor dem Untergang bewahren. So sei es, Link. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrole. Sieht ja schon süß aus. Und so groß wird der mal? Guck mal, wenn du hochguckst, geht das Licht weg. Ja, so groß wird er mal. Mindestens. Gibt es eigentlich jetzt auch wieder diese komischen Pflanzen? Nee. Jetzt ist ja der Spross wieder da. Und der ist ja gesund. Und der hält jetzt das ganze Böse weg. Also wird es ja auch alles gut sein. Meine ja. Jetzt sind alle wieder draußen. Alle trauen sich raus. Wenn Sie einen Bogen besitzen, können Sie im Laden Pfeile kaufen. Haben Sie einen Bogen? Zufällig. Kommt mir so vor, als würde ich sie schon seit Jahren kennen. Hey, die sind doch irgendwie doof, oder? Nein. Wie nein? Die sind nicht doof. Ja, aber dass sie mich nicht erkennen. Ja, du siehst auch anders aus. Ich habe die gleiche Kleidung, ich habe die gleichen blonden Haare, ich habe die gleichen blauen Augen. Ja. Und du bist gewachsen. Gleiche spitze Nase. Und die dachten, du wärst ein Kokiri. Die rechnen ja nicht damit, dass du als Großer wiederkommst. So, geht's hier rum raus? Mhm.